Tja, Jungs, wie mache ich das wieder gut? 6 Wochen kein Video. Ja, könnt jetzt sagen, das ist eine lange Pause. Auf der anderen Seite habe ich sowas schon öfter gemacht, ne? Das ist vor allem in der alten Zeit. Hatte ich gerne mal 6 oder 8 Wochen Pause. Das ist also ein bisschen wie der alte Wapiti. Und ich dachte, das gefällt euch, deshalb dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Ich muss erstmal wieder meine Stimme an den Start kriegen, weil ich 6 Wochen lang kein Video aufgenommen habe, was ja schon eine lange Zeit ist, oder verlernt man ja alles wieder. Was war los, ist die Frage. Ja, letztes Video, wann das genau kam, weiß ich gar nicht genau, aber es muss so um den 20. März gewesen sein. Am 20. März habe ich meine neue Arbeit angefangen. Ihr wisst ja, dass ich, oder wusstet ja vielleicht, dass ich vorher bei Hermes war. Das war ja der geilste Job der Welt. Und jetzt mache ich halt ein Praktikum und das ist halt ein Vorpraktikum für mein Studium später. Das fängt zum Wintersemester an, das wird Maschinenbau und da muss man halt so ein blödes Praktikum vorher machen. Und dieser Arbeitswechsel hat auf jeden Fall ein bisschen die Motivation genommen. Hermes war super geil, da wo ich jetzt bin, ist so mäßig geil. Und dadurch, dass ich auf der Arbeit jetzt nicht mehr diese gewohnte Chillerei von Hermes halt habe, ich meine, da wurde auch gearbeitet, aber es war halt sehr, sehr entspannte Atmosphäre da. Deshalb nutze ich jetzt meine Freizeit viel mehr für Zocken und solche Sachen und habe dann gar keine Lust, irgendwas aufzunehmen. Ich weiß auch nicht warum. Es war einfach ein Fehlen der Motivation. Es war, ja, Faulheit. Wenn so ein Motivationstief kommt, kann man sich natürlich die Frage stellen, war's das? War es das schon mit Wapiti LP? Dieses kurze Comeback, relativ kurze Comeback, ungefähr ein halbes Jahr. War es das? War es das schon? Zu diesem Motivationstief und dieser Faulheit kommt leider noch, dass ich ziemlich genau eine Woche nach meinem ersten Arbeitstag in dem Praktikum sich einen Tag später an einer Krankheit erkrankt bin und die hält immer noch an. Also jetzt seit 6 Wochen schon, das wird wahrscheinlich noch das ganze Jahr so weitergehen. Ist, ja, muss ich mit leben. Ich dachte mir, ich verrate euch das hier und es gibt keinen Grund, euch das nicht zu sagen. Und zwar bin ich am absoluten Ferrari-Fieber erkrankt. Pow, Alter, denn die Formel 1 hat wieder losgelegt, eine Woche nach meinem Praktikum. Nach meinem Praktikumsbeginn und Ferrari hat 2 der ersten 3 Rennen gewonnen. Ich als krasser Ferrari-Fan freue mich da natürlich übelst und bin im übelsten Ferrari-Fieber. Und heute ist das 4. Rennen in Russland. Ihr werdet es am Montag wahrscheinlich sehen, das Video. Ich hoffe, Ferrari und vor allem Vettel können das Ding heute nach Hause holen. Und ja, das ist eine ganz schwere Krankheit, die macht einen ganz verrückt und dizzy im Kopf, wenn man erstmal am Ferrari-Fieber erkrankt ist. Aber gut. Das Motivationstief, ob das jetzt mit dieser Krankheit zusammenhängt oder nicht, kann man natürlich nicht sagen. Aber das Motivationstief ist generell da. Und auch wenn es jetzt wieder weg ist, wenn ich jetzt wieder Motivation bekomme, ist ja die Frage, ob das anhält oder ob dann irgendwann das Motivationstief wiederkommt. Und ich dachte mir, diese 6 Wochen, die haben mir einiges gezeigt, nämlich wie schnell ich in so eine Faulheit verfallen kann. Da stellt man sich dann so die Frage, war es das? War es das mit Wapiti LP? 6 Wochen kein Video und nicht mal irgendwie großartig im Hinterkopf, dass man eins machen müsste? War es das schon? Diese Frage beantworte ich euch jetzt. Nein. Noch war es das nicht mit diesem Channel, mit meinen Videos, mit mir. Aber irgendwann wird es das gewesen sein mit meinem Channel. Futur 2, ne? Wenn ihr damals in Deutsch aufgepasst habt, in Grammatik. Mein Channel wird irgendwann Geschichte gewesen sein. Denn ich werde nicht mein ganzes Leben lang YouTube machen, ne? Das ist ja, dann braucht man es nicht anlügen. Vielleicht, wenn ich irgendwie die Fähigkeit hätte, davon zu leben, ne? Dann müsste ich nämlich nicht arbeiten, was super wäre. Dann würde ich sicherlich auch YouTube weitermachen, weil es macht auf jeden Fall mehr Spaß als arbeiten. Aber ja, ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt noch 10 Jahre YouTube machen wird. Das ist einfach so. Und deshalb dachte ich mir, ich möchte nicht, dass mein Channel irgendwie langsam ausstirbt, so freckt, ne? Dass ich einfach da mal 6 Wochen kein Video mache und da einen Monat kein Video und so. Und dann geht das irgendwie leise zu Ende. Am Ende gucken noch 100 Leute zu, weil ich so unregelmäßig hochlade. Und dann stirbt der Channel leise und keiner kriegt's mit. Das wäre schade. Das ist der Channel nicht wert. Und deshalb dachte ich mir, ich möchte das anders machen. Jetzt werden erstmal Videos kommen, ganz normal. Zocker-Videos und solche Sachen, ne? Ich werde einfach wieder ein bisschen Content bringen, auch die Regelmäßigkeit wieder reinbringen.
Aber es wird so sein, dass mein Channel dieses Jahr ein Ende finden wird. Wahrscheinlich im Sommer. Ich hatte ursprünglich überlegt, den 25. Juni zu nehmen, weil da mein erstes Video hochgeladen wurde. Das wären dann 6 Jahre, nach 6 Jahren nach meinem ersten Video. So, das letzte Video zu machen wäre ja ganz witzig. Aber nein, das ist mir vielleicht noch ein bisschen zu früh, wir werden es sehen. Aber im Sommer wird mein Channel zu Ende gehen und ich möchte das würdevoll beenden, ja? Das heißt, es soll davor schönen Content geben, es soll Sachen geben, wo ich mir ordentlich Mühe gebe und wo ich mich, oder wo ihr euch auch an die frühere Zeit so erinnert fühlt. So ein paar nostalgische Dinge nochmal zum Abschluss nochmal richtig raushauen, richtig schöne Videos machen, nehme ich mir zumindest vor, ob das klappt, entscheidet ihr dann im Endeffekt, weil ihr seid ja die Zuschauer, die sagen, ob das schön ist oder nicht. Und dann wird im Sommer irgendwann das letzte Video auf diesem Channel kommen und dann können wir alle nice damit abschließen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das ist das Beste, was man machen kann, um den Channel würdevoll zu beenden. Das letzte bisschen Würde aus diesem Channel nehmen wir mit ins Grab. Und von daher würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Daumen hoch wäre schön. Bis dann. Ciao.